Jo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video. Wir machen jetzt erstmal die Mission Academia irgendwas. Wow, das war echt ziemlich von mir. Also wir müssen jetzt erstmal Academia Quatscher, wenn man die Dinger heißt, da erreichen. Ich weiß, es ist falsch ausgesprochen, aber ich habe keine Ahnung, wie es richtig ausgesprochen wird. So. Ist ja gar nicht mehr so weit. Du bist in der Nähe der Academia Kacha. Das ist eine der Ausbildungsstätten der Schwarzen Hand. Dort wird auch eins der Gehirnwäscheprogramme durchgeführt, die aus armen Leuten Soldaten der Schwarzen Hand machen sollen. Toll. Ich melde mich, sobald ich in der Gegend bin. Gehirnwäsche ist ja was Tolles. So, ja. Sind auch gleich da. Wo treffe ich den? Ja. Hat funktioniert. Academia Kacha nehme ich an. Izzy? Hör zu. Ich habe die Umerziehungszentren auf den Blaupausen ausmachen können. Ich lade dir die Koordinaten hoch. Es ist an der Zeit, diese Leute zu befreien. Wir schicken Fahrzeuge vor die Einrichtung, die die Leute abholen. Schaff einfach so viele von ihnen raus, wie du kannst. Alles klar. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben. Und wo muss ich jetzt hin? Da muss ich hin. So. Das erste haben wir offen. Zeit zu gehen, Freunde. Hey, vielen Dank. Los, verschwinden wir von hier. Helikopter im Anflug. Begebe mich zum Einsatzgebiet. So, das Ding geht auch ab. Och, Waffen. Jo, mach das. Das Ding hat ordentlich Reichweite. Das hoffen wir doch, ne? Ciao. Sorry. In den Kopf. Steh unter Feuer! Auf und davon. So, da haben wir den nächsten. Haben wir noch einen? Oh, verdammt. Auf einmal ist alles explodiert. Sorry. Sorry. Ich muss in Deckung. Ja, das war's dann wohl mit euch. Sorry.
Sorry. Ich hoffe, ihr glaubt mir das alle. Dass es mir wirklich leid tut. Wir kümmern uns ab jetzt um den nächsten. An alle Einheiten der Schwarzen Hand. Weitere Informationen folgen. Komm aus dem nächsten raus. Ach, danke. Ich kann's nicht fassen. So. Dann glaubt es später. Zeit, dass wir uns den Weg hier raus freikämpfen. Sorry. Alles klar, was los? Ja, was soll ich machen? Ich muss die Position wechseln. Okay. So, weiter geht's. Sorry. Scheiße! Die machen uns platt, wenn wir weiterfahren! Das übernehme ich. Zentral, das Ziel sitzt in einem Landfahrzeug. Alles sauber, also los, weiter, weiter! Auf geht's! Das ist doch alles viel einfacher. Sorry, jetzt bist du tot. Sorry. So. Weiter geht's. Das ist ein Dritter. Einhalten, Position halten. So. Über seine Probleme irgendwie. Glaubst du jetzt eigentlich mal oder was ist das? Gegner hat Angriff. Sargento, Sie sind bereit zur Abholung. Dann gehen wir zum nächsten Lager, würde ich sagen. So. Nein. Das funktioniert natürlich nicht so, wie ich wollte. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Holen wir erstmal die nächsten Leute raus. Diese Cutscene ist einfach unnötig. Was die mit uns gemacht haben? Mann, bitte hol uns hier raus. Das werden wir. Er schießt jeden, lauf mir doch nicht in den Schuss. Helikopter im Anflug, begeben mich zum Einsatzgebiet.
Sorry. So, ah, nehmen wir die noch mit. Habt ihr? Ich muss irgendwo in Deckung gehen. Nee, musst du nicht. Ey, was machst du denn da oben? Komm runter da. Mensch, Mensch, Mensch. Wir leben auch alle gefährlich. Ja, komm. Komm, Digga. Kommst du? Sorry. Wo ist der Helikopter? Wo ist der? Da. Sorry. So. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Komm, wachsam bleiben. Was ist hier? Stell das Tor. Ist doch zerstört. Ja, noch alles zerstören. Ist doch... Leute, das ist doch zerstört. Was sollen wir sonst machen? So? Ja. Und wie soll ich das Tor dann... Ich kann vorhin mich verarschen. Also dieses Gott verdammte Tor bitte zerstören. Sie ist offen. Los, weiter. Wow. Man war ja vorher auch nicht offen, ne? Also. Logik ist da. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Luftunterstützung ist unterwegs. Ja, Leute, lauft mal ein bisschen. Ja, eh nicht so schnell. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach dem Offen. Wir haben sowas von nichts eingestellt, aber gut. So. Das stimmt was nicht. Das waren die letzten. Schön, jetzt haben wir die Mission fertig. Du hast heute einigen Leuten ihr Leben zurückgegeben, Rico. Ganz Ulysses wird davon erfahren. Hoffentlich. Gute Arbeit, Team. Naja, eigentlich hab ich alles gemacht, ne? Also, wegen Team, gute Arbeit. Ne? So. Ein paar Truppen befreit, würde ich sagen. Was kann man noch machen? Als nächstes. Also was brauche ich dafür? Operation Windläufer. Das ist das. Ich muss diese Region sichern, ja. Aber erst muss ich dafür was machen. Ah, da. Dann machen wir diese. Machen wir das jetzt. Würde ich es mal sagen. Dann werden wir uns... Können wir irgendwie hinreisen? Irgendwie in die Nähe? Reise erbitten? Da haben wir es nicht ganz so weit. Rico, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir Oscar Espinosa den internationalen Flughafen von Solis wegnehmen. Das wird ihm nicht gefallen. Ich bin dabei. Ich markiere dir ein altes Flugfeld in der Nähe. Komm vorbei, wenn du bereit bist. Okay, ich bin auf dem Weg. Da, 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 da. Ist doch schön hier.
Wunderschön hier. Also hier würde ich gerne Urlaub machen. Sieben Kilometer. Okay. Ach, da hinten. Ganz ehrlich, da hol ich mir einen Jet. Wenn wir sowas einen Jet holen. Da macht so viel mehr Sinn. Das ist ein Flughafen, da müssen bestimmt noch Jets sein, ansonsten hole ich mir einen. So, jetzt müssen wir nur warten, bis unsere Raketen fertig sind. Noch drüber kommen. Und die Jets? Ja, da ist ein Jet. Frage ist nur, ob man solche auch fliegen kann. Kann ich so ein großes Flugzeug fliegen? Komm schon. Können wir das fliegen? Ja, können wir. Nice. Du hast doch nichts dagegen, oder? So. Erstmal so ein bisschen abbremsen. Dann fahren, machen wir so. Und dann fliegen wir jetzt los. Wunderschön. Willkommen in der Airline Black Wolf. Ja. Wir sehen hier ein schönes Flugzeug. Unter uns ist der Flughafen. Das Wetter ist heute herausragend schön für einen schönen Flug. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zur kleinen Insel und treffen uns da mit einer alten Bekannten. So. Geben wir mal ein bisschen Gas hier. So geht es nämlich deutlich schneller, dass wir da sind. Landen werden wir da wohl nicht können. Wir werden es natürlich versuchen, ne? Wir versuchen auf dieser kleinen Insel irgendwie zu landen. Wenn es schief gehen sollte, werde ich vorher abspringen oder sowas. Keine Ahnung. Wird sowas von schief gehen. Überall sind Bäume. Ich habe extra schon kein Gas mehr drin. Okay, das merkt man. Nein, ich will kein Gas geben. Mira, ich bin am Flugfeld. Ja, gut, da muss ich wohl raus. Ich bin im Hangar. Komm rein. Ups. Was denkst du? Oh, sexy. Kann das Ding überhaupt abheben? Steig einfach ein. Brauchst du vor dem Start eine Sicherheitseinweisung? Nein. Yeah. Dachte ich mir. Also los, dann ab in die Luft. Ja, sind auf dem Weg. Okay. Eine alte Freundin, eine ehemalige Fluglotsin, hat die Codes, die wir brauchen, um die Computer im Flugverkehrskontrolltower auszuschalten. Okay. Keine Kontrolle mehr über ankommende und ausgehende Flüge. Und der Flughafen ist nutzlos. Die Flugzeuge können da nicht mehr starten. Sobald der Flughafen gesichert ist, können wir das Ganze aber wieder rückgängig machen. Okay. Aber warum konnte kein Flugzeug nicht mehr starten? Wir kennen uns seit unserer Kindheit. Ich vertraue ihr. Dann tue ich das auch.
Aeropuerto General Benitez, da hast du mich reingeschmuggelt, oder? Ja. Früher bin ich oft von hier geflogen. Paris, Amsterdam, Tokio. Okay, Medici. Ja, auch dahin. Nicht identifiziertes Flugzeug. Hier ist der AGB Tower. Sie befinden sich in gesperrtem Luftraum. Ändern Sie sofort Ihren Kurs. Ich mach das. AGB, hier ist Schwarze Hand 773 im Anflug. Sicherheitsfreigabe 1799. Erbitte Landeerlaubnis für die AGB Hauptlandebahn. Verstanden, 773. Sie haben Landeerlaubnis für AGB. Sehr gut. Ich hab dir doch gesagt, man kann ihr trauen. Wir treffen sie in Hangar 6. Lande einfach, ohne groß Radau zu machen. Klar. Ich bin super leise. Dann fliegen wir mal zum Hangar 6. Wir haben uns ja gerade eben erst ein Flugzeug geklaut. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich muss hier ein bisschen über den Rasen rüber. Das ist ja Eindringling. Oh, das Ding will ich mal fliegen. Da kann man das fliegen kann, das wäre geil. Hangar 6. Hier sind wir richtig. Da drin. Muss mir mal die Beine vertreten. Wo ist sie? In der Ecke, würde ich sagen. Tot? Ist das nicht Miras Freundin? Sagen Sie, sie ist tot. Grundgütiger, nein. Sie ist tot. Die schwarze Hand. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Bis bald. Bestätigt. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Helikopter im Anflug. Begeben mich zum Einsatzgebiet. Scheiße. Ja, belastend. Tut mir leid wegen deiner Freundin. Jetzt ist keine Zeit dafür. Wir müssen in diesen Flugverkehrskontrolltower. Ich suche uns mal einen fahrbaren Untersatz. Kein weiterer Kontakt. Das ist Leichenschändung, oder? Nio, nio, nio. Guck mal, sie war Pilotin. Jetzt fliegt sie auch in der Luft. So, bring ein Fahrzeug, um ihre abzuholen, okay. Nee, ich hole sie nicht ab, sie soll zu mir kommen. Auf geht's. Also, wie sieht der Plan aus? Eins nach dem anderen, Rico. Ein Plan ist eine Liste von Dingen, die schief gehen, oder? Richtig. Ich weiß noch, dass ich das gesagt habe, kurz bevor mir jemand richtig in den Arsch getreten hat. Lull. Alles. Okay. Lass mich nachdenken. Senkrechtstarter Easter. Das will ich mal kurz sehen. Schon irgendwelche Ideen? Wo ist denn jetzt hin? Ja, vielleicht. Wenn wir die Flugverkehrskontrollsysteme neu starten, sollte ich die Malware einschleusen können. Halt, Senkrechtstarter. Starten wir das System neu? Ich hab's. Izzy? Hallo. Hallo. Schreib einen Code, sodass die Flugsteigkonsolen endlos beim Kontrollsystem die Erlaubnis erbitten, sich öffnen zu dürfen. Das war's? Kein Problem. Rico, du musst dich beeilen, um die Programme auf allen Konsolen zu starten. Verstanden. Ich habe die Daten auf Ricos Enterhaken-Ding hochgeladen. Danke, Izzy. So. Pass auf,
Finde freie Flugsteige und spiel Easys Programmcode auf den Konsolen dort auf. Okay. Sargento? Ja, ich markiere dir die Ziele, Rico. Ja, machen wir eben fertig. Ganz einfach, easy, ganz easy. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. So. Wird schon schief gehen. Gut, du musst allerdings alle Konsolen erwischen, damit das hier funktioniert. Da unten ist die nächste. Zwei. Drei. Vier. Oh, verdammt. Damit habe ich sicher nicht. Wie kann er sich so schnell bewegen? Tja, das könnt ihr nicht, ne? Sehr easy. Sind alle hier beieinander, Mensch. So, fünf. Nur noch eine, Rico. Und letzte Konsole. Das System ist soeben ausgefallen. Was muss ich jetzt machen? Rico! Die schwarze Hand ist unterwegs, um den Tower zu sichern. Du musst zurück zu Mira. Okay. Gegner hat... Wie läuft's so? Es wird ein paar Minuten dauern. Gib mir Deckung. Versucht die Deckung zu geben, ja? Oh. Das sieht nach Spaß aus. Das ist lustig. Das ist lustig. Von wo? Mira! Fast fertig! Lul. Boom, Digga! Ich bring dich um! Echt? Sorry. Also ein Windgewehr ist schon lustig, muss man sagen. Schön leise, tötet keinen direkt. Ne? Also indirekt. War gespannt. Ja, war geil. Und tschüss. Ja, tschüss. So, jetzt müssen wir mal wieder zu den Waffen. Die Waffen hin. Ach, da hinten. Okay. Und fertig. Fertig. Das System hat's zerlegt. Der Flughafen ist jetzt nutzlos. Okay. Verschwinden wir von hier. Such uns mal ein Fluchtfahrzeug. So, du kommst erstmal da oben rein. Tschüss. Fluchtfahrzeug haben wir hier. Warum schießt er durch die Gewand durch? Wohin jetzt? So. Die Stadt des Volkes. Sargento, sorg dafür, dass mich dort jemand abholt, ja? Sie sind unterwegs. Ich markiere dir den Punkt. Luftunterstützung ist unterwegs. Muss los. Lull. Gut.
war so nicht geplant. Da machst du Spaß da oben, ne? Du hast Spaß da oben, ja? Ja. Ach, geil, Leute töten. Alles klar. Digga, diese Bugs, Digga. Das ist unglaublich. Ja, okay. Aber Hauptsache, ich halte so viel aus, ne? Ja, ja. Sorry. Ja, genau. Muss weiter. Es tut mir leid. Ja. Ja, wir müssen raus, Mira. Mira, komm rein. Digga, willst du mich verarschen? Steig ein. Ja, super, Mira. Muss auch nein. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem, ja. Das, was soll ich denn da machen? Was soll ich da machen, wenn die alte Fotze nicht einsteigt, Alter? Sorry, aber ist doch so. Ich muss mir mit Demontisierung auch keinen Gedanken machen, weil ich weiß, sowieso nichts verdiene mit YouTube. Also von daher juckt mich das jetzt auch nicht. Meine Güte. Dieses Spiel tiltet mich mehr als CSGO und das ist, das muss man erstmal schaffen. Ich hab Motorschaden, hey. Feindliches Flugzeug im Anflug, Rico. Und? Da kommen sie. Wow. Also manchmal frage ich mich, wie und warum die so kacke fliegen. Ja, muss los. Ja, auf einmal ist der Truck kaputt oder was? Ich liebe das. Ja, ich nicht. Ja, muss los. Wo fliege ich denn bitte hin? Dieses Spiel ist so bescheuert. Sorry für eure Ohren, aber... Seht ihr, was da passiert? Das Spiel ist ein einziger Bug. Das Spiel ist ein einziger dreckiger Kackbug. Alter, dieses Spiel. Oh. Ich wäre echt kurz davor, das Spiel einfach wieder zu deinstallieren, ne? Ohne Spaß. Das ist so unfertig. Das war noch nie so schlimm bei Just Cause. Just Cause 3, Just Cause 2, Just Cause 1. Beste Spiele überhaupt. Ja. Ja, dein. Jetzt kommt der nächste Bug. Ist so in Ordnung. Komm, hau rein. Ja. Ach, wirklich.
Digga, wollt ihr mich komplett verarschen? Ja, das ist auf einmal brennt das Auto auch. Ey, ich krieg die Krise. Ja. Verdammt. Ja, komm, stopp doch einfach. Komm, stopp, komm, stopp, komm. Alter, meine Fresse. Ja, so, so. Viel Spaß zusammen. Komm, Myra, komm rein. Myra, komm. Komm rein. Komm rein. Ja. Ja. Ich muss los, Alter. Ich muss los. Ganz ehrlich. Ich gehöre. Steig ein, Mira! Steig ein! Willst du mich verarschen? Steig doch ein! Dumme Sau, Alter! Dumme Sau! Digga, die ist so dumm! Mira ist ja auch gleich tot, ja. Digga, was ist hier los? Ach, wirklich? Meine Fresse, Alter. Was willst du jetzt hier oben, hä? Verpiss dich, verpiss dich. Alter, wie soll ich denn hier weg? Sowas von befriedigend. Ja, nee, ist es nicht. Das Spiel ist sowas von unbefriedigend. Ja, Miro ist auch gleich tot. Ja. Ich werde da hier keinen Cut machen. Das wird kein Cut. Alter, ist dieses Spiel scheiße. Spiel ist der größte Dreck, Leute. Das größte Dreck. Ich bin gerade auf 180, Mann. 180. Es tut mir leid, Leute, dass ich hier gerade so viel laber und so weiter, ne? Aber ihr habt ja selbst gesehen, was hier abgeht. Genau, wofür ist denn deine Rampe da? Damit ich mal rüberspringen kann. Meine Fresse. Feindliches Flugzeug im Anflug, Rico. Mimi. Da kommen sie. Ja, dein Vater kommt auch. Ja, jetzt geht die ganze Scheiße wieder von vorne los. Muss mir mal die Beine vertreten. Ja. Digga, wollt ihr mich komplett ver... Ja, muss los. Warte mal. Ja, der fährt natürlich ins Wasser. Digga, wer hat hier wen? Hä? Ja, muss los, Alter, muss los. Das wird eine lange Folge, Leute. Das wird, ich werde das so lange jetzt machen. Digga, was willst du, du Drecker Helikopter? Wo bist du? Ha? Da bist du. Ha? Komm. Hi. Feindlicher Flieger entdeckt. Meine Fresse, Alter. Komm rein. Komm. Kommst du? Ach ja, stimmt, ist ja kein Fahrzeug. Stimmt, ist ja kein... Ich krieg die Krise, Alter. Ich krieg so eine Krise. Ja. Komm, stirb, du dumme Sau. Du dumme Sau. Dumme Sau. Meine Fresse, Alter. Sorry. Ich werde hier nichts... Nix werde ich hier schneiden. Nix. Damit ich auch meine ganzen Emotionen an diesem Kack-Game mitkriegt, Alter. Ohne Spaß. Boah, Alter. Das Ding ist, wenn du hier einmal stehen bleibst, bist du tot. Oder Mira ist tot, weil sie zu dumm ist, in ein neues Fahrzeug einzusteigen. Diese NPCs hier sind... Ja, guck mal, wie die Auto fahren. Guckt euch das an. Ja. Bleibt das nicht... Du darfst nicht brennen, nicht brennen. Nicht brennen, bitte. Tu mir den Gefallen. Wenn das Ding einmal brennt, ist sowieso vorbei. Feindliches Flugzeug im Anflug, Rico. Ja, juckt mich nicht. Da kommen sie. Scheißegal, was passiert. Ihr seid fast da. Digga, ist die alte Schlampe schon wieder ausgestiegen, Digga. Ja, dein Vater hat Melkdrüsen, Digga, ohne Spaß. Scheiße. Scheiße.
Digga, das Ding fährt nicht mal. Ich krieg die. Was zur Hölle? Ja! Willst du mich? Digga, willst du mich komplett verarschen? Ja. Darf ich jetzt bitte vielleicht mit dem Fahrzeug fahren? Ja? Darf ich? Digga, du Drecks-NPCs, Alter. Komm, stirb, du Drecksau. Steig ein! Steig ein! Steig jetzt ein! Meine Fresse! Wow, guck mal, wie weit ich gekommen bin, Leute. Ja! 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 Dieses Spiel ist der größte Scheiß, Alter. Ich kann keine Kaufempfehlung. Keine Kaufempfehlung. Da willst du mich jetzt eigentlich... Darf ich da nicht... Ich darf da nicht mal einsteigen. Ich muss los. Ich rauche jetzt mal eine. Steig ein! Willst du mich vollkommen verarschen? Steig ein! Digga. Das ist ein scheiß Fahrzeug. Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Digga, ich krieg die Krise. Ich krieg so dermaßen die Krise. Nimm das andere Fahrzeug. Ja. Genau, ich drück E zum Einsteigen und was macht er? Er fliegt auf einmal. Ach komm, Digga, dieses Spiel. Digga, ich werde diese Folge einfach Rage-Folge nennen, ohne Spaß, Alter. Dieses Spiel ist der größte Dreck. Tut mir leid, Leute, aber... keine Kaufempfehlung, definitiv nicht. Kannst du jetzt einsteigen, du dumme Fotze? Dankeschön. Ja, muss los. Komm, jetzt komm, ich komm bitte diesmal weiter als 5 Meter. Alter, Digga. Mein Puls. Unbeschreiblich. Ich rauche jetzt mal eine, Alter. Ich bereue es, jemals Geld ausgegeben haben für dieses Kackspiel. Ich hatte nur gute Erinnerungen mit Just Cause. Ich werde mir keinen Teil mehr davon holen. Nie wieder. Ich habe 1, 2 und 3 geliebt. 4 ist der größte Scheiß. Unfertig auf den Markt bringen, ne? Das können sie. Da wären wir. Fahr dort ran. Fahr doch ran. Hey, das lief nicht so wie geplant, was? Nee, irgendwie nicht mit den ganzen das Bugs. Das tut es nie, aber wir haben es hinbekommen. Danke, Rick.